Im ersten Halbfinalspiel der Nationalliga zwischen den Zeller Eisbären und dem EC Dornbirn gaben die Zeller eine 2:0-Führung noch aus der Hand und verloren die Partie im Penaltyschießen. Dementsprechend ist beim zweiten Aufeinandertreffen in der Eisbärenarena von der ersten Sekunde zu sehen, dass bei den Zellern alles auf Revanche und den nötigen Sieg eingestellt ist. Das Spiel dauert keine 40 Sekunden, da gibt es die erste gute Möglichkeit für die Zeller. In der Anfangsphase spielen beide Teams zwar ein hohes Tempo, aber taktisch vorsichtig. Je länger die Partie dauert, desto gefährlicher werden die Aktionen der Zeller Eisbären, die sich an diesem Abend in Bestform präsentieren. Wenn Dornbirn zu einer Chance kommt, dann ist es Zells Keeper Florian Weißkircher, der bei diesem Match zur Höchstform aufläuft. Die 16. Minute. Bulli vor dem Zeller Tor. Daniel Nageler bekommt den Puck, tritt zu einem Solo an und gegen seinen Schuss hat der Dornbirner Goalie Bernhard Bock keine Chance. Jubel bei den Eisbären und bei den über 2400 Fans. Nach diesem Führungstreffer sind die Dornbirner unter Zugzwang und das Spiel, das an Klasse und Rasse, aber auch an Härte zunimmt, ist nichts für schwache Nerven. Die verlieren die Dornbirner allzu oft und sie dezimieren sich nicht nur durch unnötige Fouls, sondern auch wegen fehlender Disziplin. Wie etwa der Dornbirner Florian Stern, der nach Kritik am Schiri für 10 Minuten pausieren muss. In diesem Spielabschnitt sind oft und auf beiden Seiten die Defensive, die Torhüter, aber ganz besonders auch die Schiris gefordert. Es dauert wieder bis kurz vor Ende des Drittels, bis die Eisbären und ihre Fans erneut Grund zum Jubeln haben. Ein Gewaltschuss von Kapitän Martin Ulrich und der Puck findet sein Ziel. Neuer Spielstand, Eisbären! Dornbirn! Doch ein 2:0 ist im Eishockey noch lange kein Sieg. Und im dritten Spielabschnitt geraten die Eisbären ein wenig aus dem Konzept. So kommt Dornbirn einige Male zu gefährlichen Torchancen. Goalie Weißkircher hat in dieser Phase alle Hände voll zu tun. Mit ein erfreulicher Grund, dass Dornbirn der Anschlusstreffer nicht gelingt, zumal dann auch die Zeller wieder zur alten Stärke finden und auf der anderen Seite einige Dornbirner Spieler mit Unsportlichkeit und daraus resultierenden Strafen ihre Mannschaft immer wieder schwächen. So sind es in der Schlussphase wieder die Zeller, die zu guten Torchancen kommen. Aber es bleibt dabei. Nach 60 Minuten ist am Endstand von 2:0 für die Eisbären nicht mehr zu rütteln. Die Zeller bejubeln diesen mehr als verdienten Sieg und Goalie Weißkirchers erstes Shutout im Dress der Eisbären. Auch wenn einige Dornbirner den 1:1 Zwischenstand im Semifinale der Nationalliga nicht wahrhaben wollen. Die Eisbären werden mit Sicherheit noch ein Semifinal-Heimspiel austragen. Ob der Einzug ins Finale gelingt, erfahren Sie in der nächsten Ausgabe.